Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Frank von fotologbuch.de mit einem neuen Videotutorial zur App Fotopilz. Ja, heute wollen wir uns mit dem vierten Schalter hier beschäftigen, mit dieser Kachelbelichtung. Aber bevor ich dazu komme, nochmal ja, ein kurzer Hinweis, nachdem ich einen Tipp nach dem letzten Video bekommen habe. Wir gehen nochmal ganz kurz hier meinetwegen auf den Mond zurück. Das gleiche passiert aber auch bei der Sonne. Ich hatte ja gesagt in dem Video, dass es immer ziemlich krampfig war, wenn man irgendein falsches Datum eingestellt hat. Man muss wieder zurück auf heute, dass man umständlich hier über diesen Schalter gehen muss. Stimmt nicht. Ihr braucht eigentlich nur auf das entsprechende Symbol, also hier den Mond, doppelt drauf zu tippen und dann springt er sofort wieder zum Hier und Jetzt. Also insofern vielen Dank für den Hinweis, da habe ich selber noch was gelernt. Ja, aber kommen wir jetzt zu diesem vierten Schalter hier, Belichtung. Was können wir damit machen? Ja, dieser Schalter Belichtung gibt uns die Möglichkeiten, ich sag's mal, verschiedene Belichtungsumrechnungen vorzunehmen, egal ob wir mit oder ohne Filter fotografieren wollen. Und ganz unten haben wir auch noch so einen Bereich Lichtwerte, dazu sage ich auch noch mal was. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man einen ersten Anhaltspunkt haben möchte für eine optimale Belichtung, dass man nicht ganz ja, bei Null anfängt, wenn der Belichtungsmesser der Kamera irgendwann versagt, weil das Symbol blinkt oder wie auch immer. Ja, fangen wir aber erstmal an. Verschlusszeit, wie gesagt, hier oben steht Berechnen Verschlusszeit. Wenn wir hier raufklicken, können wir sagen, was soll die App umrechnen. Ich fange mal an, sie sollen mir neue Verschlusszeiten angeben. Können wir natürlich auch auf die Blende beziehen oder ich habe nachher auch noch ein Beispiel vorbereitet für den ISO-Wert. Fangen wir einfach mal an. Oben, wie gesagt, werden einfach nur ja, meine Ausgangswerte eingestellt. Das heißt, ich gehe hier meinetwegen auf Verschlusszeit und sage, ich habe nach der ersten Messung mit der Kamera meinetwegen gehabt, ISO 100, ISO 200, eine 250. Sekunde bei Blende 8 und möchte das jetzt ganz gerne umrechnen, zum Beispiel auf Blende 16. Gehe also einfach hier auf den Schalter, sage Blende 16 und ISO 100, keinen Filter, deswegen lasse ich das aus. Okay, dann war jetzt, wie wir hier unten lesen können, Verschlusszeit bei einer 30. Sekunde. So, jetzt wollen wir das Ganze noch kombinieren mit einer Langzeitbelichtung. Das heißt, ihr möchtet gerne mit einem Filter fotografieren und braucht jetzt einfach mal ja, die resultierende Belichtungszeit mit diesem Filter. Klicken wir einfach hier drauf und sagen, okay, was haben wir denn für einen Filter? Und jetzt sagen wir mal, wir nehmen einen 10-Stufen-Filter 1000x oder ND3.0. So, jetzt haben wir also diesen Filter eingestellt und jetzt sagt uns die App, okay, für eine optimale Belichtung müssten wir jetzt hier 30 Sekunden belichten. Wenn wir noch mehr brauchen, wie gesagt, weil ihr zwei Filter übereinander stecken wollt zum Beispiel, dann können wir jetzt hier 12 Stufen zum Beispiel auswählen, um ja, einen 4x und einen 1000x zum Beispiel miteinander zu verwenden. Dieses Umrechnen von Filtern bzw. das Addieren von Filtern, dazu gibt es einen sehr schönen Beitrag bei mir im Blog. Den würde ich dann einfach mal ja, mit verlinken in der Videobeschreibung. Also insofern könnt ihr hier mit dieser App sehr schön Belichtungswerte, Belichtungszeiten ermitteln, wenn ihr zum Beispiel mit Filter rechnen wollt. Jetzt gehen wir mal an das ja, zweite Beispiel, da habe ich mal was rausgesucht. Hier dieses Foto zum Beispiel. Da hat man erst eine Belichtungszeit ja, mal ermittelt, als die Schiffe noch nicht da waren. Aber jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass mir hier zum Beispiel diese Scheinwerfer nicht zu sehr ja, verwischen. Also ich brauche auch wieder hier eine vorgegebene Belichtungszeit und die Kamera soll eigentlich, oder ich will den ISO-Wert so weit verändern, dass meine Belichtung passt. Und das will ich euch jetzt im zweiten Teil hier zeigen. Schließen wir das Bild erstmal wieder und ja, schalten mal hier oben um und sagen, okay, wir wollen bitte den ISO-Wert ermitteln lassen durch die App. So, jetzt müssen wir oben in der oberen Zeile natürlich erstmal unsere Ausgangswerte reinstellen und ich sage, okay, erste Messung, als die ja, Schiffe noch nicht da waren, hatten wir 30 Sekunden, weil schon ziemlich dunkel. So, und ISO 100. So, Filter nehmen wir natürlich jetzt raus, den brauchen wir jetzt nicht. Und jetzt geht es natürlich rum. Ich muss jetzt sagen, okay, Blende lasse ich. Hier auch natürlich auf die gleiche Blende 8, da will ich nichts ändern. Aber ich habe gemerkt,
Wenn ich die Scheinwerfer ja auch als Strahl in der Luft haben möchte und nicht so als verwischter Schein, brauche ich eine gewisse Verschlusszeit und die trage ich jetzt einfach mal ein, nämlich eine Sekunde. So, das schmeißt man dort raus. Na, weg und tragen wir hier mal die Sekunde ein. So, das habe ich jetzt eingetragen, das heißt, wieder Blende 8, eine Sekunde und dann sagt mir die App hier unten in der Zeile, wir müssen jetzt, ich gehe mal darauf mit dem Pfeil, also mit ISO 3200 fotografieren und hätten dann die Möglichkeit, unser Foto zu machen. So, damit wisst ihr auf jeden Fall, was ihr mit dieser App erstmal machen könnt. Aber dann kommen wir jetzt nochmal hier unten zu diesem Bereich Lichtwerte. Ich werde euch jetzt nicht die wissenschaftliche Erklärung geben. Ist mir eh alles viel zu kompliziert. Wer will, kann es gerne durchrechnen. Ihr kennt ja den Lichtwert sowieso, wenn ihr eine Belichtungskorrektur macht und sozusagen sagt, okay, eine Stufe unterbelichtet, ein Lichtwert überbelichtet. Lest es euch einfach mal durch. Interessant wird eigentlich hier der zweite Teil, den man das nämlich als eine Art ja, Leuchtdichte vom Motiv auch ja, benutzen kann. Und dafür kann man es eigentlich ganz gut verwenden. Ich schalte das erstmal wieder runter. Und jetzt seht ihr auch, was hier nämlich steht. Ich habe also hier verschiedene Lichtsituationen mal aufgeschlüsselt und er sagt mir dann auf der rechten Seite, was das ungefähr für einen Lichtwert hätte von der Lichtintensität. Also insofern haben wir klar, wenn wir am Strand sind, Tageslicht haben wir die höchste Intensität und ja, das wird auch nachher irgendwann negativ, wenn ich nämlich hier zum Beispiel mal sehe, Mondlicht voll und ab einer gewissen Höhe bin ich hier bei minus 3, minus 2, geht sogar runter bis auf minus 6. Also insofern ist das die Leuchtdichte, die ich habe vom Motiv. Das ist natürlich nicht 100% genau. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal einstellen, typische Tagesszene, weiche Schatten, würde mir jetzt die App hier oben vorschlagen in der oberen Zeile, Blende 8, eine 250. Sekunde, ISO 100. Das könnt ihr mal draußen ausprobieren. Stellt eure Kamera mal manuell ein. Ihr müsst natürlich die entsprechende Lichtsituation auswählen und ihr werdet nicht doll daneben liegen. Also letztendlich sind das Erfahrungswerte und ihr müsst euch natürlich auch überlegen, früher hatten die Kameras ja auch alle noch gar keinen Belichtungsmesser. Entweder hatten die so ein Handbelichtungsmesser oder eben es ging auch so nicht. Und man merkt es auch heute manchmal noch, wenn man nachts unterwegs ist, dass die Belichtungsmessanzeige im Display blinkt, weil es dann nämlich zu Fehlinterpretationen kommen kann. Und insofern hilft euch das erstmal, so einen ersten Ansatz zu finden. Also wenn einer zum Beispiel mal ja, Milchstraße fotografieren will, findet er hier auf jeden Fall erstmal, oder hier haben wir mal Nordlicht und Südlicht. So. Haben wir also insofern bei Blende 8, 17 Minuten, wird natürlich keiner mit ISO 100 machen, sondern würde er wahrscheinlich sagen, okay, lass uns mal auf ISO 3.2 gehen. Halt dann oben darf ich es natürlich nicht umstellen, weil jetzt verstelle ich den ISO-Wert von der Ausgangslage. Ich hätte es unten umstellen müssen. Also gehen wir nochmal zurück und sagen, ja, wo war's? Das hatten wir genommen hier. Okay, wir bleiben also hier. Das ist obere Zeile, das was er vorschlägt von der Lichtintensität, wenn man ein schönes belichtetes Foto bekäme von der Helligkeit her. Und das müsste man natürlich letztendlich auf die Praxis umsetzen, Blende auf, sagen wir mal Blende 2.8, Verschlusszeit maximal meinetwegen 30 Sekunden, weil wir letztendlich die Sterne auch noch punktförmig haben wollen. Und dann hätten wir jetzt hier letztendlich ISO 400 eingestellt und dann würden wir eine äquivalente Belichtung haben. Wie gesagt, probiert es mal aus. Kleine Sache, die man nur beachten sollte. Mal gucken, ob es auf dem iPad hier auch so ist. Ich suche gerade was. Ja, guck mal hier in die Mitte, steht ja Sonnenuntergänge und Horizonte, kurz nach Sonnenuntergang, bei Sonnenuntergang und nochmal kurz nach Sonnenuntergang. Hier ist ein kleiner Schreibfehler drin. Ich vermute, das obere soll einfach heißen kurz vor Sonnenuntergang. Sonnenaufgang gilt natürlich das gleiche dann, nur umgekehrt. Also insofern ist das im Moment ein Schreibfehler, aber sollte in den meisten Fällen funktionieren. Ja, damit bin ich auch mit diesem Video heute fertig. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen. Ach, halt, eine Sache habe ich noch vergessen, wo ich das jetzt gerade sehe. Also, ich gehe nochmal hier rein und sage, okay, nehme mal irgendeinen Ausgangspunkt. Ich bin draußen bei
diffusen Tageslicht, habe oben Blende 8, eine 250. Sekunde, ISO 100 und gehe mal jetzt mit einem richtig schönen langen Filter rein. Nehmen wir mal ruhig so einen 15-Stufen-Filter und habe jetzt hier, ja, gehen wir ruhig noch ein bisschen mit der Blende zu, auch Blende 8, damit hier auch eine ordentlich lange Zeit rauskommt. Wir wollen jetzt die Verschlusszeit eingeben, weil das brauche ich jetzt. Also, Blende 8 stimmt, 250. ISO 400, das wollen wir auch hier wieder auf ISO 100 lassen. Hätte ich nämlich beinahe vergessen. Filter 15 Stufen und dann sagt mir hier unten, ich müsste also 2 Minuten und 8 Sekunden belichten. Und jetzt ist das Coole hier an der ganzen Geschichte, dass ihr hier unten nämlich in der Mitte gleich so einen Timer habt. Das heißt, ihr könnt die Belichtung starten und könnt hier gleichzeitig Start drücken und dann braucht ihr nicht andauernd auf eure Uhr, auf euer Handy schauen. Dann hier kommt einfach ein Alarm, wenn ihr fertig seid. Es gibt ja immer noch, ich sag mal, ja, Fernauslöser, die dort kein Display mit Uhrzeit haben. Also insofern für die ist es dann besonders geeignet, dass ich hier so einen Timer direkt mitlaufen lassen kann. Ja. Das wollte ich euch zum Schluss einfach noch zeigen, hätte ich fast vergessen. Damit bin ich aber jetzt wirklich am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit wieder. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was man hier ja in dieser vierten Kachel Belichtung mit der App Fotopilz machen kann. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.